Heute in der Folge. Eigentlich kann jeder dazu beitragen, dass das nicht sich weiter verbreitet in der Gesellschaft, weil es wird oft so unbewusst, es wird ja davon ausgegangen, dass das Gegenüber hetero ist, oder Eltern gehen auch oft davon aus, dass das eigene Kind hetero ist, also heterosexuell liebt. Und indem diese Stereotype und auch diese Annahmen weiter verbreitet werden in der Gesellschaft, dadurch wird auch diese internalisierte Homophobie genährt eigentlich. Beredet. Mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast. Ich bin Cora Hansen, und ich habe Frau Courage gegründet. Das ist ein Coaching-Angebot für Menschen, die sich lesbisch, schwul, bisexuell, trans, definieren oder sich da wiederfinden in diesem Spektrum. Und da berate und begleite ich Paare und Einzelpersonen. Ich habe einen Master im mentalen Coaching und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, und ich freue mich, dass du heute meine Gästin bist, Cora. Und normalerweise fange ich immer mit irgendeiner konkreten Frage an meinen Gast. Bei dir mache ich es ein bisschen anders, weil du auf mich zugekommen bist, und frage dich deswegen ganz unverblümt, was ist denn das Thema, worüber wir heute quatschen werden? Ja, ich habe dich angefragt, weil ich total gerne mit dir über internalisierte Homonegativität oder Homophobie sprechen würde, weil ich das Gefühl habe, dass es echt viele Menschen betrifft. Also so, das merke ich in meiner täglichen Arbeit und auch in meinem FreundInnenkreis, dass es irgendwie alle oder so viele Menschen betrifft, und dass aber so wenige diesen Begriff kennen. Und wünsche mir, dass es einfach mehr darüber gesprochen wird und weiter verbreitet wird. Gut, dann machen wir das heute an dieser Stelle. Dann müssen wir erstmal natürlich klären, was heißt denn eigentlich internalisierte Homophobie? Ich würde wetten, dass die meisten, die dieses Wort hören, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste auch erst nochmal googeln, vielleicht mit diesem Wort an sich erstmal nichts anfangen können. Bringen uns mal auf den aktuellen Stand der Dinge. Cora, was ist das, was steckt dahinter? Also internalisiert heißt von sich heraus, und internalisierte Homophobie bedeutet, dass es dass man diesen Hass, den es ja leider gibt, auch noch in der Gesellschaft, auf homosexuelle oder transsexuelle Menschen, dass man diesen eben in sich aufnimmt und aus sich heraus, also diesen Hass gegen sich selber richtet auch. Also dass man ganz viele Glaubenssätze zum Beispiel hat und sich das nicht erlauben kann, dass man sich outet oder auch out and proud lebt als lesbische Frau oder als Transmensch. Warum ist das denn genau dein Thema, beziehungsweise das Thema, über das du gerne sprechen willst? Welche Motivation steckt dahinter? Weil es viele Menschen betrifft, und nicht nur queere Menschen, also nicht nur die selber lesbisch, schwul, trans, bi sind, sondern eigentlich kann jeder dazu beitragen, dass das nicht sich weiter verbreitet in der Gesellschaft, weil es wird oft so unbewusst, es wird ja davon ausgegangen, dass das Gegenüber hetero ist, oder Eltern gehen auch oft davon aus, dass das eigene Kind hetero ist, also heterosexuell liebt. Und indem diese Stereotype und auch diese Annahmen weiter verbreitet werden in der Gesellschaft, dadurch wird auch diese internalisierte Homophobie genährt eigentlich, weil sich so gegenseitig hochschaukelt eigentlich. Weil wenn man immer sich auch gezwungen ist, immer wieder zu outen, weil eben eigentlich davon ausgegangen wird, zum Beispiel ich bin selber Mutter, also habe zwei Kinder und bin mit einer Frau verheiratet, also unsere Kinder haben zwei Mütter, und bei uns wird eigentlich, wenn wir alleine mit den Kindern unterwegs sind, dann wird immer ausgegangen, ach, der Vater ist zu Hause. Also es wird so Familie wird in ganz vielen Kontexten noch nur heterosexuell gelesen oder gedacht. Und es ist halt nicht mehr die Realität. Also es gibt sehr viele Regenbogenfamilien, und auch ist ja eigentlich eine schöne Entwicklung auch bei der jüngeren Generation. Also
bezeichnen sich viel mehr Menschen auch als queer. Also halt nicht nur heterosexuell, sondern vielleicht irgendwo im bisexuellen Spektrum oder halt auch in Bezug auf Geschlecht. Also ich glaube, da tut sich ganz viel und da löst sich ganz viel auf. Und ja, ich wünsche mir, dass da alle Seiten eigentlich sensibilisiert werden. Also egal, ob man jetzt selber davon ja direkt betroffen ist, klingt jetzt so komisch, aber egal, ob es einen selber betrifft oder ob man vielleicht heterosexuell ist und da einfach versucht, sensibel durchs Leben zu gehen und da ja gewisse Vorannahmen einfach zu überdenken oder auch das, wie man spricht oder wie man anderen Menschen begegnet. Hast du denn so das Gefühl, dass so die jüngere Generation mit dem Thema eher umgehen kann als die älteren Mitmenschen unter uns? Oder kann man gar nicht sagen, dass das altersabhängig ist, sondern dass sich das quasi durch alle Generationsschichten zieht? Was ist so deine Erfahrung? Ja, also die Studienlage sagt wirklich, dass also der LSVD zum Beispiel, also der Lesben- und Schwulenverein in Deutschland, der beziffert so ungefähr zwischen 5 und 10% der Gesellschaft outet, also bezeichnet sich als queer, also oder dieser LGBTQI-Gemeinschaft zugehörig, also nicht heterosexuell. Und man kann schon beobachten, dass es immer mehr ansteigt, also dass immer mehr Menschen sich eher als queer halt bezeichnen. Also es weicht scheinbar schon auf. Und natürlich kann es auch sein, und das wäre ja auch eine total schöne Entwicklung, dass sich halt immer mehr vielleicht auch ältere Menschen zugestehen können, dass sie vielleicht schwul oder lesbisch sind oder trans sind. Kann auch sein. Aber man beobachtet es schon, dass es eine Zahl ist, die eher steigt als sinkt, sozusagen. Und ich glaube, also per se kann man, glaube ich, nicht sagen, dass die jüngere Generation toleranter ist, aber oder vielleicht in manchen Bereichen gibt es eine größere Aufweichung, was, glaube ich, auch viel mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun hat, wie zum Beispiel, dass die Ehe für alle 2017 beschlossen worden ist. Also so Dinge wirken, glaube ich, auch viel in die Gesellschaft rein und in das Bewusstsein rein. Jetzt haben wir auf der einen Seite die Homophobie, die quasi von außen kommt, also quasi außerhalb der Community entsteht und in die Community reingetragen wird. Aber ich finde, man sollte einen Fokus auch nicht vergessen, sondern quasi, ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll, ob es überhaupt einen Fachbegriff dafür gibt, aber so die interne Homophobie, weil ich schon manchmal denke, eigentlich ist auch innerhalb der Community es mittlerweile so, dass da auf eine andere Art und Weise, vielleicht auf einem anderen Niveau, aber dass da ja auch Ressentiments geschürt werden gegenüber Personen und man schreit immer nach Toleranz, nach Respekt, aber irgendwie schafft man es ja auch selbst in der eigenen Community gar nicht, das hinzukriegen. Und das finde ich ja eigentlich, das verliert man so schnell aus dem Blick. Extern wird immer sehr schnell herbeigezogen, aber was so intern passiert, wie schätzt du das ein? Gerade was so die auch quasi den Selbsthass, die Selbstablehnung betrifft, diverse Schlagwörter, Bodyshaming oder Ausgrenzung, Eingrenzung. Also wie siehst du denn diesen ganzen Kontext innerhalb dieser Community ein? Ja, da gibt es teilweise große Gräben, würde ich auch so sehen. Also oder da gelingt es manchmal auch nicht, dieses Ideal zu leben, dass Gleichheit herrscht sozusagen. Und ich denke, dass es halt auch viele Umbrüche auch noch sind. Also gerade wenn man über Generationengrenzen spricht sozusagen, dann gibt es da schon, also gerade wenn man sich so die Lesbenbewegung anschaut, die halt in den 70ern groß geworden, gegründet worden ist, die Fremde, ja teilweise auch mit der Transbewegung oder mit der queeren Bewegung, da gibt es, glaube ich, schon noch viel Bedarf, auch in der eigenen Szene auf jeden Fall. Ja. Du bist ja ganz viel im Gespräch mit anderen Personen, Einzelpersonen oder auch Gruppen, mit denen du arbeitest. Was erzählen die denn zum Thema internalisierte Homophobie, also gerade wenn es um Selbstablehnung und Selbsthass führt?
Gibt es da so einen Bereich, wo du sagst, okay, das kann man fokussiert, konzentriert bearbeiten, weil es dann vielleicht um Äußerlichkeiten geht, Bodyshaming, ich will trotzdem bei dem Begriff nur bleiben. Ist es die reine Beleidigung, die sie von außen erfahren? Ist es das unterschwellige Beleidigen vielleicht, was nicht offensiv nach außen getragen wird? Also was berichten denn so die Personen, mit denen du arbeitest, wenn es um das Thema geht? Woran knapsen die am meisten? Was geht denn sehr nah? Also was ich immer wieder habe, ist auch Paare oder Einzelpersonen, die sich eigentlich eine Familie wünschen oder Kinder wünschen und da sich das nicht trauen und auch ganz viele negative Bilder in ihrem Kopf haben und was tut man den Kindern an und daran auch irgendwie nicht glauben oder auch nicht den Mut haben, da das zu leben oder auszuprobieren und wo man das ja auch, also ich meine, es gibt ja auch ganz viele negative Dinge, die man halt von der Gesellschaft reingespiegelt bekommt. Zum Beispiel, dass lesbische Paare bekommen keine Kinderwunschbehandlung bezahlt, obwohl sie heterosexuelle Paare bekommen, also sofern eine medizinische Notwendigkeit dafür da ist. Oder Stiefkinderadoption, also dass meine Frau musste unsere Kinder adoptieren, weil sie nicht geboren hat. Also all dieses wirkt ja auch rein und es wirkt ja auch auf Paare oder auf Menschen mit Kinderwunsch und die erlauben sich dann vielleicht nicht, eine Familie zu gründen, weil sie denken, oh, das kann ich meinem Kind nicht antun. Und auch, dass man vielleicht sich nicht traut, zu der eigenen Orientierung zu stehen und dann versucht es so überzukompensieren, also dass man ja nicht irgendwie schwul wirkt oder lesbisch oder so, sondern dann gibt man sich halt so ganz arg hetero-like. Und das sind halt ganz viel auch so Glaubenssätze, die man so inhaliert hat oder in sich aufgenommen hat, dass man denkt, oh, ich will jetzt aber nicht so eine Kampflesbe sein oder nicht so ein verweichlichter Typ oder so. Und ja, wir sind alle in einer heterosexuellen Gesellschaft aufgewachsen. Und ich bin 1988 geboren und in meiner Kindheit gab es keine diversen Kinderbücher. So, da gab es Vater, Mutter, Kind und fertig. Und das sind ja auch wieder schöne Entwicklungen, dass es halt viel mehr aufbricht und Diversität viel mehr durchkommt. Aber das führt halt dann halt auch dazu, dass man sich schämt und dass man sich das nicht erlaubt und dass man vielleicht ganz, ganz viele Jahre damit kämpft und es sich nicht eingesteht, dass man sich vielleicht in die Arbeitskollegin verliebt hat oder einen Arbeitskollege, weil es einfach nicht sein darf. Und dann gründet man vielleicht doch mit einer Frau oder mit einem Mann eine Familie und leidet da immens. Und wenn man sich auch die Zahlen anschaut, das ist ja auch das Verheerende, dass queere Menschen viel eher an psychischen Erkrankungen leiden, an stressbedingten Erkrankungen. Also die Zahlen sind alarmierend und auch die Suizidität, also die Selbstmordrate ist viel höher. Und das sind eigentlich all die Zahlen, die zeigen uns, dass wir noch nicht am Ende sind von gesellschaftlichen Gleichstellung und dass es da ja auch ganz viele Beratungsangebote braucht oder noch mehr Beratungsangebote braucht und Unterstützungsmöglichkeiten. Wo fängt denn für dich persönlich diese queeren Negativität an? Ist das schon an dem Punkt, was du eben schon als Beispielsatz sagtest, wenn du jetzt mit deiner Frau und den Kindern quasi umherlaufen, dass so Stereotypen denken einsetzt, der Papa ist schon noch auf der Arbeit, jetzt hat sie ihre Freundin mit dabei oder die beste Freundin. Ist das schon für dich queere Negativität oder geht es erst dann los, wenn es vielleicht beleidigend wird, wenn es was mit der Psyche, mit der Gesundheit macht? Also wo siehst denn du da eine Grenze oder ziehst du überhaupt keine Grenze, weil du sagst, sobald es irgendeine Stereotypen gibt, ist es eigentlich schon negativ belegt? Ja, ich will jetzt nicht jedem was Negatives unterstellen. Ich glaube, oft ist es einfach, wenn man halt da noch nie was damit zu tun hatte oder sich noch nie da irgendwie mit beschäftigt hat, dann ist man da, glaube ich, wie auch so ein bisschen blind oder so. Ich kenne es ganz oft, dass ich gefragt habe, ja, wie erkennst du denn, dass jemand lesbisch ist? Ja, ich erkenne das auch nicht 100%, aber diese Option gibt es in meinem Kopf, dass jemand lesbisch ist. Und ich glaube, dadurch, und bei ganz vielen Leuten ist halt diese Option einfach nicht da. Ich kann da gar nicht genau benennen, wo es anfängt oder nicht, weil viele Leute haben da, glaube ich, einfach eine Naivität, also die
Es klingt jetzt so bewertend, aber die sind halt nicht in dem Thema drin. Was hast du denn für konkrete Tipps, wenn jemand jetzt quasi selbst darunter, ich sag's mal ohne Anführungszeichen, leidet, quasi durch Selbstablehnung oder Selbsthass, sich in seinem Körper nicht mehr wohlzufühlen, beziehungsweise dass es vielleicht so weit geht, dass daraus Depressionen entstehen und so weiter. Was rätst du denn A, den Menschen, die es betrifft, B, den Menschen in dem Umfeld und C, vielleicht ein ganz großes Thema, so der Gesellschaft allgemein? Wir fangen mal bei A an. Was machen wir mit den Personen, die es konkret betrifft? Es gibt mittlerweile echt sehr viele Unterstützungsmöglichkeiten auch, also die teilweise leider auch überlaufen sind, aber ich würde mich immer versuchen, da dran zu wenden. Gerade größere Städte haben oft auch kostenlose oder kostengünstige Angebote, wo man halt psychosoziale Beratung und Begleitung findet. Dann natürlich, ich bin auch voll der Therapiefreund, also wenn man merkt, dass man was hat in seinem Leben, wo man allein irgendwie dann nicht weiterkommt, versuchen, einen Therapieplatz zu finden, ist leider auch sehr schwer teilweise in Deutschland. Und dann würde ich immer auch schauen, dass die Person auch eine Ahnung hat von einer queeren Lebensrealität, weil in Medizin und Psychologie ist es leider auch, hat so eine historische Geschichte, dass Homosexualität pathologisiert worden ist, also in die krankhafte Ecke gestellt worden ist. Also ich würde es dann immer auch im Erstgespräch ansprechen, haben Sie ein Problem damit, dass ich schwul, dass ich lesbisch bin oder trans bin. Also da auch ganz klar sein. Und ja, Community ist, finde ich, ganz groß der Schlüssel. Also dass man, oft gibt es gerade in größeren Städten und mittlerweile auch in kleineren Städten tolle Angebote von der Wandergruppe bis zur Kochgruppe, zu Festivals oder Kinoabenden. Also ich würde versuchen, da aktiv Anschluss zu finden, weil das finde ich einfach im Mensch stärkend und man sieht einfach eine Vielfalt und ja. Personengruppe B, Cora, das soziale Umfeld der betroffenen Person. Was kannst du da raten? Wie sollen die Familienmitglieder, Freunde, Ehefrau, Ehemann, Lebensabschnittsgefährten und so weiter, wie sollen die mit den Personen umgehen? Ja, nicht wertend, unterstützend. Ich finde es immer total gut, dass man sich einfach so ein bisschen auch mal in diese Lebensrealität einliest. Mittlerweile gibt es ja auch gute Dokus, finde ich. Also, dass man einfach mal sich da informiert, ey, um was geht's da eigentlich? Und ich finde, da lernt man ja auch im Prinzip den Umgang, weil du hast ja vorhin gefragt, ja, wo fängt eigentlich so Hass an oder wo fängt Ablehnung an? Und ich glaube, wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, obwohl man nicht offen ist, also blöd, aber obwohl nicht mit allen direkt zu tun hat. Ich finde das eine schöne Geste auch, weil das zeigt, okay, ich stehe hinter dir, ich sehe dich, ich will dich unterstützen und dann wirklich konkret auch vielleicht Hilfsangebote raussuchen oder auch gerade wenn man vielleicht merkt, das eigene Kind ist, gehört eher zu queeren Community. Es gibt auch tolle Jugendgruppen oder auch Online-Angebote, einfach mal raussuchen und sagen, hey, schau dir das mal an oder ich komme vielleicht mit oder keine Ahnung. Also man mal so ein bisschen feinfühlig da reinspüren, was sich da so richtig anfühlt und ja, einfach nicht werten und wertfrei dastehen lassen. Und ich meine, Sexualität, das vergessen, glaube ich, auch viele, ist einfach auch wandelbar. Also kann auch sein, dass man hetero war oder dachte jahrelang, man ist hetero und dann irgendwann verliebt man sich doch in einen Mann oder in eine Frau. Also ich glaube, niemand ist davor geschützt oder also ich bin sehr gerne lesbisch, aber für viele ist es dann ja, kann es ja eine große Lebenskrise dann auslösen, auch wenn man merkt, wow, ich bin vielleicht doch schwul oder so. Aber ja, ich glaube, ja, kann jedem passieren oder kann bei jedem so weit kommen. Cora, zum Schluss stellen wir vor, Hypothese, ganz großes Thema, das wird vielleicht jetzt ein großes Feld werden, ich weiß, aber du würdest irgendwo auf einem großen Marktplatz stehen und hättest euch wegen irgendwelchen technischen Gründen noch immer Zugang zu jedem mobilen Endgerät in Deutschland, Fernseher, Radio und du hättest jetzt quasi eine Minute Zeit, so ein kleines Plädoyer zu halten, beziehungsweise so in die Gesellschaft das Thema reinzutragen. Was würdest du sagen? Die Zeit läuft. Wow. Ich würde sagen, hey, Liebe ist Liebe und solange es zwischen zwei gleichberechtigten PartnerInnen stattfindet, die wissen, auf was sie sich einlassen,
dann ist es ein immenser Gewinn für die Gesellschaft, wenn da eine Vielfalt reinkommt und Ich muss sagen, Cora, ein schönes Schlusswort, was es eigentlich sehr, sehr schön zusammenfasst über das, was wir gerade besprochen haben. Mehr Infos, nicht nur über das Thema, worüber wir heute gesprochen haben, sondern ganz viele andere Themen, gibt es in deinem Podcast, Frau Courage. Den Link zu Spotify und Apple Podcasts habe ich dir hier in den Shownotes dieser Podcast-Folge verlinkt. Also klick dich gerne mal rein. Außerdem findest du da auch den Link zur Homepage, sodass du mit Cora dann direkt in Kontakt treten kannst. Cora, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Wir hätten da noch stundenlang drüber quatschen können. Aber jetzt liegt es an den Hörenden und Hörenden, vielleicht sich selbst noch weiter zu informieren. Und ich hoffe, wir haben jetzt, also wenn man da jetzt sagen kann, wir haben Neugierde geweckt, sagen wir mal so, auf das Thema und hoffen, dass es noch mehr in die Gesellschaft getragen wird. Ich freue mich aber sehr, dass du heute zu Gast warst. Vielen Dank.